Einen guten Nachmittag. Ich möchte gerne weiterspielen bei Jagged Alliance 2, 1.13. Und werde gleich reinspringen. Ich glaube, gestern bin ich gerade aufgebrochen, um in den südlichen Sektor von San Mona zu gehen, um dort meinen Pablo abzustellen. Hallo Chiraval, schön, dass du da bist. Und ihn kämpfen zu lassen. Und sonst schauen wir mal. Die anderen werden vielleicht erstmal schlafen. Hallo Freakman. Hallihallo. Genau, und ich hoffe, der. Okay, Reise beendet. Ich warte. Bin gut angekommen. Der Türsteher lässt mich endlich rein. Denn das wollte er ja nicht, als Ehre. Gut. Grizzly alleine kam. Und ich hoffe, die Führungsqualität von Chris genügt, um Spike zu überzeugen, uns wieder reinzulassen. Ja? Was? Wobei, wir schauen vielleicht mal, wie es mit Pablo ausschaut. Hat der eigentlich so ein bisschen Führungsqualität? Ah, wie war denn das mit den Teams? Ah, hier. Trupp 4. Sehr gut. Der hat 35. Schätze, du willst da rein, was? In Ordnung. Du siehst okay aus. Okay. Er darf Yep. offenbar. Oh, ich sehe gerade noch, der hat richtig gute Taschen. Der Pablo. Den müssen wir mal die Taschen noch wegnehmen. Der braucht doch gar nicht so gute Taschen. Der hat die Tims Kampftasche und den Tims Rucksack. Das brauchen wir nicht. Den Platz brauchen wir definitiv bei anderen. Zum Beispiel bei Dimitri. Weil der hat in der Ta Kampftasche aber keinen Rucksack. Wie sieht es mit dem Gewicht aus? Ah, ich würde sagen, wir geben es am ehesten Grizzly, weil der hat noch richtig viel, kann noch richtig viel tragen. Gut, dann mache ich das erstmal. Ach, und Grizzly kriegt ja jetzt auch seinen Tims Rucksack zurück. Der kriegt ja jetzt seinen Rucksack zurück. Moment, Moment, Moment. Wir heben erstmal den Rucksack wieder auf von Grizzly. Ja. Das ist ja seiner. Wobei der jetzt eine andere Kampftasche hat. Na. Hoffentlich geht er da noch rein. Ich glaube nicht. Glaube nicht. Da muss ich, glaube ich, wieder die Kampftasche wechseln. Ja. Okay, das muss er hier raus tun. Und dann kannst du deinen Rucksack wieder anziehen. Dann kriegst du noch die Tims. Ah ja. Wir sprengen am besten noch ein Loch in die Südwand. Und der hat auch noch ein Gewehr hier von der Sorte dabei. Okay. Aber das ist nicht so gut. Das hat nur ein 16 Reichweite. Aber nicht schlecht. Nicht so schlecht. Auch nicht. So. Moment. Pablo. Du brauchst doch diese Tasche hier nicht. Gib die doch mal dem Grizzly. Genau.
Pablo. Hat noch jemand so ein Tims-Ding? Er. Herr Dimitri. Dann kriegt ihr jetzt noch den Rucksack von Pablo. Du brauchst doch auch deinen Rucksack nicht. Nicht für die Gartenschere. Halt. Aber du kannst schon mal die Taktasche nehmen. Die kannst du nehmen. Und auch mehr Reparaturkram. Meinetwegen auch die Drahtschere. So, und den Rucksack kriegt jetzt Dimitri. Oh, Palim, Palim. Huh, da ist er. Da ist er ja. Da ist er ja. Und oh, vielen Dank. Vielen Dank, Marco, für den dritten Monat deines Subs. Ja, super, cool. Auch danke für den Raid, Pi. Du hast ja wirklich, wirklich wahnsinnig lang gestreamt. Oder? Also, kam mir jetzt zumindest so vor. Also, ich war jetzt zwischendurch essen und habe eine Folge The Expanse geguckt, komm wieder und du bist weiterhin am Stream. Und du hast auch. Ja, du bist quasi seit 19 Uhr live, ja. Verstehe. Jetzt ist aber der Dimitri ganz schön überladen auch. Warum ist denn der so überladen? Hat der gar nicht so viel Kraft? 71 ist nicht so viel, ne? Tja. Meinetwegen nimmst du die Brechstange noch mit. Ach, da ist ein Mündungsfeuerdämpfer noch drauf. Aber du hast ja zwischendurch geschlafen, Pi. Richtig? Du hast bis 2:30 gestreamt und dann geschlafen und weiter gestreamt oder so. Warum hast du nicht deinen Schlaf gestreamt? Machst du das jetzt auf allen Welten? Dank deines fleißigen Streamens? Wer weiß, vielleicht will dich auch jemand schnarchen sehen. Da kann man niemals sicher sein. So, ich schau mal. Reichweite 19. Reichweite 19. Ja, die hat halt ihre Pistolen und Reichweite 19 mit dem Gewehr. Reichweite 19. 19. Ups. Ja, Pablo, du hast Glück und kriegst ein Gewehr. Auch wenn du es jetzt nicht so direkt brauchst, aber. Why not, ne? Würde ich mal sagen. Warum auch nicht? So, das kriegt noch irgendjemand von dem Kernteam. Genau, am besten sowieso Trevor, weil er ja unser Sprengstoffexperte ist. So, Trevor, und weil du unser Sprengstoffexperte bist, werden wir jetzt gleich mal was machen. Auf allen Welten des Events zu schaffen. Wie viele Welten hast du insgesamt? Okay, dann werden wir gleich mal
Ja. Pablo schnappen und mit ihm versuchen, hier die Kampfgeschichte zu schaffen. Der darf, oder hat ja jetzt einen Schlagring und der wird auch nicht als Waffe erkannt. Den kann er benutzen im Kampf oder im Boxring. Und so, ich speichere nochmal, weil ich jetzt nochmal sein Inventar durchgewechselt habe. Und gebe dann mal dem Peter Klaus, nee, dem Derren van Housen, die Gebühr. Also sind Sie hier, um Ihre Männlichkeit wieder unter Beweis zu stellen. Keine Frage. Inzwischen wissen Sie ja, wie alles hier abläuft. Ich hätte vielleicht doch eine Frau als Kämpferin wählen sollen. Sobald Sie mir Geld geben, werden wir weitersehen. Habe ich doch schon. Hier ist der Meer. Oder das Gleiche. Sehr gut. Herr Klaus, der Clubbesitzer, ist ein großer Fan von Extremkämpfen. Er besteht darauf, bei jedem Fight dabei zu sein. In dem Moment, wenn er ankommt, beginnen wir mit dem Kämpfen. Ich schnapp ihn mir, Boss. Ja, aber in den USA hast du eine Welt, Pi. Du hast dann noch die Welt in Thailand und alle deutschen Welten? Oder wie? Wie viele deutsche Welten gibt's eigentlich? 26? 27? Nee, Quatsch, das ist zu viel. 23, 24 so? Dreimal USA. Peter Klaus, einige meiner engeren Freunde nennen mich Kingpin. Zweimal Thailand. Euer Kampf. Hoffentlich stimmt, wird Peter. Es richtig spannend. 22. Sind die Kämpfe bereit? Also 28 Welten. Schon krass. Gut, Pablo. Du bist nicht gerade ausgeschlafen, aber ich hoffe, es klappt trotzdem. Ich will, dass der kommt. Ja. Jetzt könnte ich hinrennen versuchen. Sehr schön. Ja. Wie geht's ihm? Schlecht? Ja. Reicht noch nicht. Shit. Ich hoffe, ich töte ihn jetzt nicht. Bingo! Aha, wir haben unseren Gewinner. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. Er springt einmal durch den Ring. Und gibt mir meinen Gewinn nicht. Der Club ist nichts Besonderes, verstehen Sie? Aber das Klientel ist es auch nicht. Okay, also jetzt war es eh verbuggt. Ja. Gut, wir versuchen es nochmal. Ist schon schlecht, dass der tot ist, weil es kann sein, dass ich dann keiner... Also sind Sie hier, um... Ja. Sobald Sie... Kann sein, dass er mir dann... Sehr gut. Ich schnapp ihn mir, Bo. ...keine weiteren Kämpfe mehr anbietet. Weil der Kämpfer halt gestorben ist. Wobei, da stehen ja noch vier, also stehen ja insgesamt vier Leute. Keine Ahnung, ob dann ein anderer kommen würde, wenn da einer gestorben ist von. Du meinst, normalerweise spielst du die Events nur auf zwei Welten, oder was? Peter Klaus. Einige meiner engeren Freunde nennen mich Kingpin. Ein neuer Kampf. Hoffentlich wird es richtig spannend. Sind die Kämpfe bereit? Schauen wir mal, ob es jetzt richtig spannend wird. Hätte vielleicht den Schlagring rausnehmen sollen. Was hat denn Pablo jetzt gemacht? Warum hat er sich hingehockt? Was ist denn da los? Ja. Ja.
Er lebt noch. Aha, wir haben unseren Gewinner. Nein, jetzt... Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. Oh Mann. Gib her. Wo ist der Gewinn? Der Club ist nichts... Gib her. Ich werde eine solche Bemerkung von Ihnen nicht noch einmal tolerieren. Wie können Sie es wagen? Man hat Ihnen gesagt. Ich werde eine solche... Dafür werden Sie teuer bezahlen. Du bist an den falschen Mann. Oh, oh nein. Ja, also... Ich will doch nur meinen Gewinn. Hier ist Ihr Gewinn. Naja, nicht. Eben nicht. Also sind Sie... Sobald Sie mir Geld... Okay, ich steig mal woanders in den Ring und hoffe... Es funktioniert dort besser. Sehr gut. Herr Klaus, der Clubbesitzer, ist ein großer Fan von Extremkämpfen. Er besteht darauf, bei jedem Fall... Ich schnapp ihn mir, Boss. Schnapp ihn dir. Zum dritten Mal. Peter Klaus. Also ich habe es noch nicht so wirklich verstanden, wie. Kämpfe. Machst du jetzt nur Kämpfe? Machst du jetzt nur das Event auf Wahlstrand und Oder doch überall? Was macht der denn da? Warum ist der schon wieder nach vorne gelaufen? Und hat sich hingehockt? Jetzt hat er eh verloren. Ja. Oh nein. Ja. Oh nein. Ja. Aha, wir haben unseren Gewinner. Na, gucken wir mal. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. Ah, Geld. Lies deinen Chat. Ich verstehe es nicht. 22. Aber Tai helfe ich nur Josie für Ringtausch. Und wenn da Brunnen stehen, ist das ja auch nur Sammeln. Klingt wilder, wie es ist. Eigentlich spiele ich nur auf zwei Welten. Naja, aber... Du hast doch mit Josie schon die zwei Welten gespielt, oder? Tagesaktuell. Ja, genau. Dieses Mal spielst du auf allen Welten, sonst nicht. Okay. Naja, so ist es doch, was ich... das ist doch das, was ich dachte. Und eigentlich will ich ja nochmal kämpfen. Ich nehme nur Gelder an, wenn es um die Kämpfe geht. Und wenn Sie damit ein Problem haben, müssen Sie sich an Herrn Klaus wenden. Ist also nicht bestechlich. Gut. Ich kann immer nur einen Kampf am Tag machen. Und das war der Kampf. Gut, dann machen wir Folgendes. Erstmal schnell...
Bin bereit. Fox den aufpatchen lassen. Heißt denn das? Verbinden. Ja, natürlich. Er hat ihn sogar korrekt freigeschalten. Der Diamantrex. Okay. Gut. Jetzt noch mit Trevor das Loch in die Wand sprengen. Trevor Golby hier. Yep. Alright. Und das mache ich hier hinten bei der Toilette. Nur für den Fall, dass der Spike. Yeah. Oh, nein. Dass der Spike sich wieder überlegt, dass er sich nicht, dass er uns nicht mehr reinlassen möchte. So. Scheint niemand zu sein von den Bösewichten. Von daher. Yep, Beharrlichkeit zahlt sich aus. Juhu. Gewinnt er noch einen. Huch, was denn da passiert? Upala. Na sowas. Also ich war das nicht. Mit mir hat das überhaupt nichts zu tun. Alright. Danke, Diamantrex, aber da ich mich nicht im Kampf befinde, brauche ich die Rucksäcke nicht abzulegen. Und jetzt habe ich hier so einen sehr praktischen Hintereingang geschaffen, damit ich hier auch immer boxen kann. Auch wenn der Spike mich mal wieder nicht reinlässt. Ja. Genau, aber leider auch mein Sprengstoff verbraucht. Verbraucht. Okay, macht nichts. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Wir sind bei 58.000. Naja, das reicht immer noch nicht, um Trevor den Vertrag zu verlängern. 65.000 brauche ich. Morgen würde es reichen. Gut. Okay. Ansonsten war ich noch gar nicht in dem Gebäude hier oben. Nur in anderen Gebäuden. Da. Da muss ich auch noch mal rein. Na, du hast mir den Text geschrieben. Er ist so schön, wie du ihn mir geschrieben hast. So. Und da ich ja da einbrechen muss, da die Tür verschlossen ist, muss ich auch wieder gucken, dass niemand zuguckt, während ich hier einbreche. Oh, Tür ist gar nicht verschlossen. Sollte ich immer so rumlügen hier. Dann brauchen wir. Jetzt steht er hier schon wieder im Weg, der Spike, ja. Gut, dass wir jetzt so einen praktischen Hinterausgang haben. Schicke ich mal lieber schnell den Dimitri hier vor die Tür. Nicht, dass da noch jemand reinkommt und uns stört. Während wir dieses Gefängnis ausrauben. Das wäre fatal. Ich vergessen. Ich schon wieder vergessen. Ja. Er ist so ein bisschen schusselig. Vergisst dann immer, wo er hinlaufen soll. Kann schon mal passieren. So, Tür zu. Keiner sieht was. Yep. Yep. Beharrlichkeit zahlt sich aus. Und er gewinnt auch noch an Kraft hinzu. Right on. Hallo, The Phantom. Richtig.
Right on. Richtig, richtig. Wen? Ein Klassiker, den ich sehr gern mag. Ich hab's. Klassiker. den ich sehr gern mag. Und right on. Kevlar Helm und Kevlar Weste. Nehmen wir einfach beides mit. Also, da ist was. Da freut er sich auch, aber er hat selber schon Kevlar Helm und Kevlar Weste. Also für ihn ist es nicht. Trotzdem freut er sich. Right on. Oh, ein bisschen. Drin? War gar nicht so gut, die Ausbeute. Aber gut. Ist wie es ist. Ich bin da gar nicht drin gewesen. Nö. Yep. Nichts drin? Ne, nur die Tür wieder schließen, als sei nichts gewesen. Bitte. Okay. Naja, einmal Kevlar-Helm und Kevlar-Weste für irgendwen, der noch nicht so gut ausgestattet ist. Schauen wir mal. Helm und Weste. Wer kann es denn noch gebrauchen? Grizzly hat nur einen Stahlhelm mit Tarnmuster. Damit wäre er besser gerüstet. Tauschen wir das. Ira hat nur eine normale Schutzweste. Gut. Und damit sind alle etwas besser ausgestattet. Machen wir es so. Und dann muss ich mal schauen, wo das ganze Zeug hier noch rumliegt. Ach, da ist ja noch ganz viel 9x19 Munition. Das sollte ich mir jetzt auch noch einmal erbeuten. Hätte ich mir doch nichts kaufen müssen beim Tony. Phantom, bist du auch ein Jagged Alliance 2 Spieler? Yep. Da gibt es ja auch nur ganz wenige, die das streamen. Okay. Das ist aber sehr exponiert hier. Ich hoffe, da wird er nicht gesehen, wenn er das da rausnimmt. Der guckt hier schon so. So viel dazu. So viel dazu. Deswegen speichere ich, ja. Yep. Ich könnte es noch versuchen mit yep. Tür schließen. Wobei die Fenster sind halt auch sehr... Schauen wir mal, ob er durchs Fenster auch sieht. Ah, okay. Brauchte die Tür. Yep. Ich hab da nichts gemacht. Alles gut. Keine Sorge. Alles super. So, und wo kann denn noch mehr liegen? Wo liegt denn der restliche Kram? Hier? Nee. Hier drin wahrscheinlich auch nicht. Ja, vermutlich im Haupthaus, aber ja, da liegen die 9x19. Aber da werde ich wohl nichts rausnehmen können. Da ist das Werkzeug. Weil da sind halt viele drin. Da sind halt normalerweise viele drin. Schauen wir mal. Bist du ja wieder.
Ja, da bin ich wieder. Kingpin erwartet dich. Du findest ihn rechts in der Spielhalle. Stimmt zwar nicht, aber ich gehe einfach mal rein. Der Kingpin ist nämlich hier oben in der Spielhalle. Aber er muss halt seinen Satz sagen, ne? So, der sieht mich halt. Der sieht mich halt. Das wird nicht gehen. Ach, die kommt jetzt auch an. Weil die gleich durchwandert. Ah, jetzt sieht die mich auch noch. Naja, check das mal aus. Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ja, und hier in den Raum kann ich leider nicht reingehen. Deswegen ist da das Dach noch nicht aufgedeckt. Weil da eine Alarmanlage an der Tür ist. Ich könnte höchstens mit Trevor die Alarmanlage entschärfen, aber das sehen die dann auch wieder und fangen dann auch wieder an, gleich an zu schießen. Das funktioniert leider nicht. Also man muss die halt aus dem Raum führen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja. Ich kann den halt jetzt hier aus der Sichtlinie führen. Falls sie sich bewegen. Es kann auch sein, dass sie sich nicht bewegen. Schauen wir mal. Alright. Also, wie war das mit Plätzen tauschen? Alright. X. Ja, bewegt sich. Der bewegt sich. X. Ich muss ihn sehen. X. So. Müsste Dimitri eigentlich ungestört sein. Es kann auch sein, dass man generell nichts klauen kann in dem Haus. Tut keiner bemerkt. Da kommt jetzt noch einer. Der geht hinten wieder raus. Okay. Yep. X und X. Tauscht der mit mir auch die Position? Nee, der bewegt sich nicht. Gut, speichern wir. Wie findest du das, Schlappschwanz? Immer die totale Eskalation hier. Okay, aber wir haben zwei von diesen guten guten Magazinen bekommen. Oder drei sogar. Und nochmal zwei Vakuumgranaten. Ist doch gar nicht verkehrt, die Ausbeute. Ist doch gar nicht verkehrt. Okay. Gut. Yep. Das holen wir vielleicht nochmal, wenn Demon nicht im Weg steht. Yep. Mal gucken. Yep. Nicht heute. Nicht heute. Aber das war... Ach so, das Werkzeug ist da auch noch drin. Das Werkzeug ist da auch noch drin. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. So, Pablo kann das, sofern er dann mal wieder kann, zurückbringen in den anderen Sektor. Aber wir bleiben jetzt erstmal hier in dem Sektor. Halt. Das wollte ich doch gar nicht. So. Bleiben erstmal in dem Sektor. Stopp. Und schlagen unser Nachtlager auf. Und der Pablo wird reparieren.
Genauso wie... Na, Grizzly macht nicht so viel Sinn. Pablo ist ein Techniker. Du reparierst. Und Trevor ist auch ein Techniker. Oh, Trevor hat gar nichts mehr. Trevor braucht dringend was. So. Trevor repariert. Dann wird Fox Operation bei sich selbst. Führ mal bei dir selbst eine Operation durch. Sich heilen und danach auch noch Pablo, aber gut, da muss ich erstmal noch warten. Ist noch jemand anderes verletzt? Nein. Jemand anderes ist nicht verletzt. Moin Tosa. Hallo. Natürlich, Tosa, darfst du posten, wenn du Forge of Empires streamst. Auf dem FOE Olymp. Dafür ist er ja da. Damit die Forge of Empires Interessierten beim FOE Olymp sehen, wenn Leute Forge of Empires streamen oder neue Videos rausbringen. Und die das mitbekommen. Und wenn sie sich dafür interessieren, dann da gleich reinspringen können. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ich übrigens, hallo Jimmy Lee, ich übrigens, jetzt kommen langsam die Jagged Alliance 2 Begeisterten wieder, wie Jimmy. Ich übrigens bin ja jetzt bei YouTube bei über 500 Abonnenten. Und ich dachte, wenn ich die 500 habe, dann kriege ich den Community-Tab. Ich glaube, das war früher mal so, dass man den Community-Tab bei 500 bekommen hat. Aber jetzt kriegt man den erst bei 1000, gemeinsam mit den ganzen anderen Commercial-Features. Also, ja. Nach Chichena gehe ich als nächstes, Jimmy. Da gehe ich als nächstes hin. Ich werde jetzt nochmal reparieren und ausschlafen und dann geht's weiter Richtung Chichena. So ist der Plan. Aber dafür stelle ich halt das Team gerade ein, dass die gleich weitermachen können. Boxing Club, was können die da was lernen? Im Boxclub? Steht jetzt nicht da. Ich glaube, sonst stand es da. Ach, Gesundheit können sie da verbessern im Boxclub. Wer ist denn gesundheitlich nicht so gut? Das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Grizzly zum Beispiel ist gesundheitlich nicht so gut. Dann geh du doch mal in den Boxclub. Nee, das ist Geschicklichkeit. Quatsch, Geschicklichkeit. Fox und Ira sind gesundheitlich nicht so gut. Vor allem Flo, aber Flo ist egal. Ja, dann kann Ira mal ein bisschen ihre Gesundheit verbessern hier im Boxclub. Und Dimitri vielleicht auch. Können die gegeneinander boxen. Und Grizzly und Chris sind ja da schon ganz gut eingestellt. Naja, Chris könnte vielleicht auch noch ein bisschen besser werden. Ne, das können immer nur zwei. Oder es hat eine Maximalhöhe, wo man dann nicht mehr verbessern kann. Das kann auch sein. In der Bar, ja, da kann man nur was trinken. Dann sind die dann alle betrunken, glaube ich.
Ich glaube, das bringt's nicht. Dann kannst du noch Führungsqualität. Wobei, ja, doch, Führungsqualität ist gut. Und Grizzly trainiert. Grizzly trainiert Technik. Technik, gut, jetzt sind alle mit einer Aufgabe befasst und auf der anderen Seite bewegen die sich gerade noch. Ach so, schlafen. Oh ja, ich wollte sie ja noch schlafen lassen. Das ist ja jetzt noch wichtiger. Okay. Okay, ich bin da. Hier. Ja, hier oder da, ist egal. Sammel mal auf, was wir hier noch haben. Oh. Platzprobleme. Schauen wir mal. So kann ich noch ein bisschen Platz schaffen. Aber nur eine Tasche. Nur eine Tasche und Flo. Gut. Alles gut. Go with the flow. Mais oui. Mais oui. Und was liegt da oben noch rum? Eine Tasche. Ja, geht doch gleich da oben hin, würde ich sagen. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Perfekt. Perfekt. Wir schauen mal rein. Es ist jetzt leider schon dunkel. In Drossen Mine. Aber ich wollte gucken, wo der ganze Kram liegt, den wir hier abgelegt haben. Ah, vor allem auf dem Dach, glaube ich. Vor allem auf dem Dach, oder? Ja, so viel auch nicht. Naja, ist eigentlich egal, wo das liegt. Weiß ich nicht. Naja, so ganz egal, das ist auch nicht. Die klauen schon auch noch was. Ich gehe mal mit ihr zum Gebäude. Aber ich glaube, die klauen nur im Kampf. Ich glaube, die Milizen klauen nur während des Kampfes, wenn sie sehen, okay, da liegt was, was sie gebrauchen können. Und sonst nicht. Aber ich kann das trotzdem mal mit ihr nach oben räumen, glaube ich. Das müsste eigentlich so gehen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber wenn ich jetzt mit ihr hier oben bin, kann ich die, also kann ich die Sachen ablegen, die sie selbst ja gar nicht tragen kann. So. Beispielsweise. So. Und jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise die Schutzwesten, die hier oben liegen, in Alex Inventar lege. Oh, sie hat einfach mal gar keinen Platz. Muss ich erstmal das ablegen. Wenn ich die Schutzwesten jetzt zu ihr nehme oder eine Schutzweste und wieder ablege, zu ihr nehme und wieder ablege, dann müsste die, glaube ich, auf dem Dach liegen. Jetzt liegt sie auf dem Dach, genau. Sehr gut, dann kann ich mal die Sachen hier zusammenräumen. Bei ihr. Wie mache ich das denn jetzt am cleversten? Ich habe hier unten noch 38er Schnelllader und irgendwas lag hier auf dem Tisch. Klebeband und 9x18 panzerbrechend. Klebeband
Und 9x18 panzerbrechend. Nee, das ist Hohlspitz. Na komm. So. Ach, am einfachsten ist es, ich gehe die einfach alle einmal durch. Da muss ich nicht ständig hin und her gucken. Dann müsste eigentlich alles oben bei ihr auf dem Dach liegen. Die müssten schon gestapelt sein. Ist halt die Frage, wo. Pling, 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 pling. Stein nehmen wir auch mit. Es gibt nichts Unwichtigeres als den Stein, aber... Aber naja. Why not? Oh, oh. Wieder auf den Stapel gepackt. Und eine Pilotenjacke. Und noch eine Pilotenjacke. Die Westen habe ich schon. Wo liegt denn die Sanitasche rum? Die Energiebooster. So, jetzt müsste eigentlich alles oben liegen bei ihr. In einem riesigen Stapel. Und nichts mehr rumliegen. Gut. Dann kann jetzt keiner von den Milizen mehr was wegnehmen. Und lieber Alex, dann... ups. Schnapp dir doch wieder... Schon alles repariert, oder was? Ist schon alles repariert? Ah, nee. Nicht alles. Reparier doch mal noch. Ein bisschen rum. Alles andere sieht repariert aus. Reparierst du die Pilotenjacke noch? Okay. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, du kannst die Tasche mitnehmen. Ich esse immer den falschen Sektor öffne. So, hast du mehr Taschenplatz. Wobei du ja keine Kraft hast, gib mir lieber Biff. So. Ich wollte doch nicht in den Sektor rein. Ab nach unten. Mary? Mit den beiden. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja. Ja. Oui. Ihr tut Folgendes. Ihr geht ja, höre. Zu Alex. Aufs Dach. Ja, höre. Steigt der Alex aufs Dach? Habe ich den versehentlichen Kommando gegeben, dass sie sich hier einfinden sollen? Anscheinend. Oui. Ja, hier. Die wuseln ganz schön rum. Okay, so, und wir legen den Kram dazu. Massenlauf, auf jeden Fall. Wir legen den Kram dazu, mit dem wir nichts anfangen können.
beziehungsweise was heißt, mit dem wir nichts anfangen können, den wir jetzt nicht brauchen. Ich glaube, ich lasse es mal da. So. Noch mehr Magazine. Ja, ach nee, nimm doch den Revolver. Behalt doch den Revolver. Würde ich sagen, zweite Pistole schadet nicht. Vielleicht machst du die kaputt. Wo ist der Biff? Da ist der Biff. Biff, das kannst du ablegen. Das kannst du dazulegen. Das sind andere Magazine. Nebelgranaten. Gut. Ja. Ist das richtige Format für die Kugeln? Das hier hingegen nicht. Kann ich das mal da reinladen? Hä? Hat doch gerade geleuchtet. Ach, die war das, die geleuchtet hat. Na dann. Naja. Okay. Ja, der hat ja erstmal genug Munition. Der hat erstmal genug Munition. Gut, und jetzt holen wir den Rest von hier drüben, würde ich sagen. Mit den beiden. Nee, nicht schlafen. Mary? Und dann haben wir alles zusammengeschleppt. Und dann werde ich das rübertragen zu Toni. So, Alex ist schon ich fertig. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Mit dem Reparieren. Leider. Könnt ihr jetzt noch hinterherlaufen, aber das ist ja auch Quatsch. Nee, dann... Was machst du? Achso, du kannst jetzt auch weiter Führungsqualität trainieren. Weil sie ja auch Milizen ausbildet. Genau. Okay. So, hier drüben werden die ersten wieder wach. Lass ich mal eine Stunde schlafen bis um 1. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Versehentlich bis 2. Dann schick sie nochmal ins Bett. Damit sie dann alle wieder ungefähr gleich wach oder müde sind. Okay. So. Mal gucken, ob ihr hier den Rest mitnehmen könnt. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, wunderbar. Können wir alles mitnehmen. Und dann geht's direkt wieder zurück. Können die auch erstmal ein Schläfchen machen. Die arbeiten auch wieder. Okay, ein Stündchen bis 3. Stopp. So, nochmal hier nach drüben. Ich wähle den Sektor aus, damit ich die Farben sehe und sehe, wer da drüben ist. Also, weil die dann so gelblich angeleuchtet sind. Mir ist schwindelig. Ohne Schlaf kann ich einfach nicht weitermachen. Mhm, ich weiß, ihr braucht auch Schlaf. So, wie sieht's aus bei Fox und Trevor? Oh, die brauchen auch... Naja, Fox muss eh noch heilen, dann... Ja, ich glaube, das macht noch keinen Sinn. Ach, ich brauche ein schönes, warmes Bett. Kannst du gleich haben. Okay, ich bin da. Hier.
Habt ihr eigentlich gar keine Gegner mehr unterwegs? Ich sehe zumindest keine roten Punkte. So, kommt. Nein, halt hier. Kommt mit aufs Dach. Ja, ich höre. Da seid ihr sicher. Und könnt ein Rundchen schlafen. Naja, so super sicher ist dieses Dach natürlich nicht. Ne? Also wenn jetzt die Gegner kommen würden hier und in den Sektor reinkommen würden. Oder liegt wieder was unten? Was liegt denn da unten? 38er Schnelllader. Flo. Hol dir mal das Magazin da unten. Das noch nicht oben liegt. Hä? Und da liegt auch wieder was. Okay, na gut. Ich glaube, wir... Ich glaube, es hat nicht funktioniert mit dem... Mit dem... Du hast es, aber du kannst nicht alles tragen. Das ist ja toll. Egal. Ja, hier. Oui. Genau, wenn die Gegner jetzt entweder von Süden oder von Westen kommen, dann landen die halt auch gleich hier. Hallo, Ungezogene. Ja, mal wieder Jagged Alliance 2. So an Pfingsten, als Pfingstbespaßung. Also ich werde noch so bis um 7:30 machen. 7:30, 8:00. Also bisschen lasse ich mir noch Zeit hier, um voranzukommen. Und vielleicht schaffe ich es ja sogar bis Cicena mit dem Trupp, der sich gerade vorbereitet. Okay. So, um 7 müsste ich eine Auszahlung bekommen. Und dann kann ich hoffentlich seinen Vertrag verlängern. Immer noch Geldprobleme. Okay, Flo und Biff schlaft. Sie ist schon umgekippt, weil sie so müde ist. Alex, schlaf mit. Gut. So, ich mache einmal Stopp. Fox. Da muss noch einiges mehr gedoktort werden. Machen wir mal bis jetzt. Ja. Nochmal alle eine Runde schlafen. Wie weit ist sie jetzt? Oh, jetzt sieht's gut aus. Jetzt ist nicht mehr viel. Machen wir noch bis 16 Uhr. Stopp. Reicht eigentlich, oder? Bis 17 Uhr. Biff ist wieder wach. Biff ist wieder wach. Flo schläft noch. Ich brauche aber viel Schlaf. Dann übst du doch wieder ein bisschen Führungsqualität. Warum gehst du dann immer nach Alma? Also 1.13 neu habe ich nicht. Also keine neue Version. Falls du das meinst. Es ist schon eine ältere Version, die ich hier nutze. Alma ist doch sehr schwer. Also klar, wenn man jetzt direkt nach Alma geht, dann kriegt man halt wirklich gute Sachen dort direkt.
Aber ich glaube, von der Schwierigkeit, um einen steigenden Anstieg zu haben, ist das hier so schon der richtige Weg nach Cicena, Grum, Estoni, Cambria, Alma erst. Dann. Bei Estoni macht man ja auch erst später, oder? Bin gerade nicht sicher. Nee, in Grum kriegt man einen Hinweis irgendwie. Ich weiß gerade nicht. Ach, Estoni ist ja nie, sind ja gar keine Gegner. Da sind ja, das ist ja nur die. Ich weiß, nur die. Schrott, der Schrottplatz. So, machen wir noch bis 18 Uhr und dann auf den Weg. Jetzt gibt's Post. Sie haben Post. Ah, die Webseite von MERC ist umgezogen. Auf MERC.net. Und, was ist jetzt anders? Gott sei Dank ist jemand durchgekommen. Dieses Internet ist so neu für mich. Und heute hat der Server anscheinend unsere Verteilerlisten verloren. Das ist alles sehr kompliziert, aber es soll nicht mehr vorkommen. Wenn es sonst noch etwas gibt, das ich für Sie tun kann, so lassen Sie es mich bitte wissen. Wir von MERC wissen Ihre Unterstützung wahrhaftig zu schätzen. Cicena kann jeder. Naja, ja, natürlich. Werde ich jetzt schaffen. Hoffe ich zumindest. Meine. Nebenbei bemerkt, ich habe mal mit Carp Melfield zusammengearbeitet. Er hat unser Gepäck für uns getragen. Nun ja, das ist vielleicht nicht so ganz fair. Er hat auch Wasser für uns geholt. Wasserträger. Ich gehe nochmal zu Bobby Reyes wegen der Ausstattung. Also meine Challenge bei Jagged Alliance 2 wäre es halt mal Jagged Alliance 2 durchzuspielen. Ich habe nämlich immer nur bis maximal Berlin gespielt. Dann musste ich aufhören wegen keine Zeit. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder Lust hatte, Jagged Alliance zu spielen, Jagged Alliance 2, habe ich halt neu angefangen. Und so bin ich halt nie durchgekommen. Ja, 100 Feinde mit Verstärkung. Habe ich auch. Das war in Drassen, ja, schon krass. Da, ich glaube, die Aufzeichnung ist auf YouTube von dem Kampf. ja, Bobby Reyes mal nach, ob er Tims Taschen hat vielleicht. Gibt es die überhaupt bei Bobby Reyes? Es kann sein, dass es die bei Bobby Reyes gar nicht gibt. Dieses Tims-Zeug. Kann sein. Ja, ist aber auch nicht so schlimm. Ich muss halt dann nur die Sachen zu Toni tragen, die jetzt hier so abgefallen sind. Und von daher kann ich schon irgendwie Rucksäcke brauchen oder Taschen für Flo und Alex noch. Genau, Kampftaschen oder Rucksäcke. Gut. Will ich noch 3 Stück bestellen. Für die 3. Bei Bobby Reyes. Genau, das ist jetzt die Gelegenheit, das mal durchzuziehen. Aber an dem Punkt, wo ich jetzt bin, war ich halt auch schon öfter. Das wäre eine Kampftasche. Ja, ich nehme lieber 4 große und 2 kleine als 2 irgendwas und 4 kleine. Würde ich sagen. Alles andere. Ah ja, so, das ist so eine Tasche noch, ne?
Wobei, Biff hat ja schon eine Tasche. Nämlich noch, bestelle ich noch 2 Aruk. Genau. Bestellen. Oh, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu teuer. Drassen. 2420. Mehr bestellen ist besser, ne? Ja, habe ich ausprobiert, aber das funktionierte nicht. Dieses Tastenkürzel. Ich weiß aber auch gar nicht so recht, warum. Ich könnte jetzt natürlich auch noch Waffen und sowas bestellen, aber eigentlich will ich das nicht bestellen. Eigentlich will ich solche Sachen selber finden. Und mich dann freuen, dass ich irgendwie diese Ausrüstung irgendwie verbessert habe. Ah, ich bestelle das jetzt hier so. Übernachtservice ist halt teuer. Muss ich ja gar nicht nehmen. Es geht mir ja nicht darum. Ich kann ja das erste Mal laufen. Ah, verkehrt wäre es natürlich auch nicht, wenn es gleich da ist. Kann ich halt gleich schon mehr mitnehmen, ne? Machen wir es. Dann machen wir es. Okidoki, los geht's. Machen wir es und jetzt hier aber. Vertrag das verlängern. Das ist fair, Sportsfreund. Und du warst immer ehrlich zu mir. Bin dabei. Sehr schön. Jetzt habe ich ihn endlich für länger. Oh. Okay. Gut, dann kann Flo aber danach, wenn sie... Was kann man da machen? Sprengstoff üben und in der Kirche Pause machen. Ganz toll. Dann kann Flo natürlich danach auch Führungsqualität trainieren. Nicht Trainer. Genau. Und dann... Übernacht-Express. Das müsste ja eigentlich heißen, dass bis morgen um 7 Uhr das da ist. Ich weiß es nicht. Shift F im Immense Car Screen. Ja. Müsste ich ausprobieren, wenn ich... Wie war das? Im Inventar, ne? Nur im Inventar passiert das dann. Ich drücke mal einmal Shift F. Passiert nichts. Alle im Sektorinventar befindlichen Waffen entladen und Attachments abbauen. Shift F. Geht nicht. Geht nicht. Genau, habe ich schon mal probiert. Oh, jetzt fällt mir noch was auf. Wegen Attachments. Der Pablo hat an seinem Gewehr noch einen Mündungsfeuerdämpfer, den er nicht haben soll. Das geben wir mal unserer Hauptcrew. So. Und es ist jetzt nächster Tag. Jetzt kann Pablo auch gleich nochmal ein Ründchen kämpfen. Trupp 1. Pablo. Pablo, Pablo, Pablo. Dann legt es nochmal ab. Und das. Und das an. Und. Ha. Ich habe nicht genügend Geld.
Wir warten mal noch ein bisschen. Wir warten mal noch ein bisschen. Pablo, hast du denn noch was zum Reparieren, wenn die anderen weg sind? Kann sein, dass nicht. Kann sein, dass nicht. Kriege ich nochmal Geld? Müsste eigentlich wieder Geld kriegen. 20 Uhr nochmal? Oder so? Okay. Gut. Fox, es reicht. Das reicht. Trupp 1. Eins, halt. Ira. Dimitri. So. Vollzählig, oder? 6 Leute, ja. Wir sind vollzählig. Okay, dann gehen wir erstmal in den letzten San Mona-Sektor. Der einzige Sektor, in dem man auch Feinde treffen kann. Und schauen, ob wir vielleicht auch Feinde treffen. Du musst mit dem Söldner in dem Sektor sein und dann Shift F. Also hier. Ich bin mit Flo in dem Sektor. Shift F. Passiert nichts. Wo wurdest du denn gekillt, Tosa? Ach, im Kartensektor. Okay. Shift F. Tatsächlich passiert was. Es zeigt fertig an. Ja, und alle Waffen sind entladen. Aha. Ist aber komisch, dass man das nicht hier machen kann, ne? Aber gut. Mir soll's egal sein. Ich muss es dann eh wieder beladen. Aber gut. Das wird dann interessant, wenn ich einen neuen Sektor mir geholt habe. Genau, da sollte ich das dann auf jeden Fall mal verwenden. Und dann habe ich das gleich alles einzeln. Ja, stacken. Wahrscheinlich dann auch wieder in dem anderen Menü, ne? Stacken. Geht auch. Alle im Sektorinventar befindlichen Gegenstände zusammenfügen. Shift S. Hier nicht, wahrscheinlich auch wieder hier unten. Shift S. Fertig. Und dann habe ich noch alle im Sektorinventar befindlichen Gegenstände an der Position des angewählten Söldners sammeln. Oh. Das ist doch quasi die Übung, die ich vorhin versucht habe. So, alles bei Alex versammeln. Shift M. Tada. Alles weg. Sehr schön. Und sämtliche Munition in Munitionskisten umwandeln. Das kann man machen. STRG Shift A. Ich will es nur mal ausprobieren. Was heißt denn das? Ach. Das wusste ich gar nicht, dass man sowas machen kann. Ja, toll. Jetzt kann man das aber nirgendwo rein, kann man das aber nirgendwo einladen, wenn man da diese Munitionstasche oder diese Munitionskistentasche für braucht.
Und wie kriegt man das wieder raus aus der Munitionskiste? Oh Gott. Ich habe gerade eine Waffe vernichtet. Bug vernichtet. Seine Zweitwaffe. Egal, ist mir jetzt egal. Wie kriegt man das jetzt aus der Munitionstasche wieder raus? Ja, es geht nur in eine Richtung. Man kann alles in Munitionskisten umwandeln, aber nicht wieder rauskriegen. Ja. Ich hab's. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Hätte ich es mal lieber nicht gemacht. Ich meine, ich kann die Dinger ja nicht mal tragen. Also vielleicht kann ich die... Ja, vielleicht kann ich die besser tragen... Weil ich davon irgendwie hier zwei tragen kann? Nö, kann ich nicht. Kann ich nicht. Denn die erstmal ablege. Ich hab's. Nee, kann man keine zwei tragen. Verstehe ich nicht mit den Munitionskisten. Aber die kann man doch jetzt nicht in ein Maschinengewehr laden, oder? Die Munitionskisten. Kann man die dann jetzt in die Pistolen noch laden? Also, wenn ich das jetzt hier so hinmache. Ah. Oder? Moment. Hä? Was ist passiert? Die Maschinengewehre brauchen 100er oder 500er Kisten. Du kannst die passende Waffe darauf laden. Habe ich noch nie gemacht. Und es gibt tatsächlich 38er Munition. Aber tatsächlich, der packt die aus wieder, ne? Der packt die wieder aus. Hier liegt jetzt wieder. Ja, hier liegt jetzt wieder die richtige Munition. Dann muss ich die richtigen Waffen da hinlegen und dann kann ich die Magazine wieder rausholen, aber auch nur, wenn ich eine Waffe dazu habe, eine passende. Für die Kiste habe ich nichts. Kriege ich jetzt nichts raus. Trägt sich ja halt auch sehr, sehr schlecht, ne?
So. Trägt sich halt auch sehr schlecht. Ja, für die Kiste habe ich nichts. Vielleicht bei Flo? Nee. Wohl zu Alex. Ah. Noch eine Kiste. 357er. Nee. Ja. Blöd. Na gut, also den Großteil habe ich wieder rausgekriegt. Für die anderen brauche ich erstmal Waffen, um es wieder aus den Kisten rauszuholen. .556er oder .762er NATO, ja. Aber komisch, dass dann die anderen Sachen auch in Munitionskisten verpackt werden. Aber gut. Ist jetzt egal. Alex, trainier weiter. Führungskraft. Ich bin da, wo ich sein soll. So. Neuer Sektor ist, glaube ich, nichts so. Ach doch. Ach doch. Alle Söldner wählen. Alt, Z. Nee, das ist die Schleichbewegung. Die brauche ich jetzt nicht. Ich will nur mit allen laufen. Wie war denn das? Alright. Gut. Dann kann Grizzly mal die Kiste da aufmachen. Der ist ja auch fast ganz vorne. Und ich glaube, in der Mine gibt es nichts mehr, weil die komplett ausgeschlachtet ist. Aber liegen vielleicht ein paar Sachen rum. Kann ich mal reingucken? Nichts. Nichts. Ja. Yep. Okay. Schauen mal rein. Und natürlich liegt da. Ja. Gibt's hier gar nichts? Okay. Kann auch sein, dass es da wirklich gar nichts gibt. Das sind halt die Kisten von Klaus. Ich schon wieder vergessen. Ist gut. Ja, nee. Wir gehen wieder raus. Egal. Ich habe nicht gesehen, wo der andere Ausgang ist. Irgendwo muss er sein, aber keine Ahnung. Da gibt's jetzt nichts zu holen. Und von Peter Klaus sind halt da die Er ist schon ganz okay, der Dimitri. Der kann halt gut werfen. Kommen wir bestimmt noch zu, das zu nutzen. Genau, also Yep. Okay.
Die Geldkisten von Peter Klaus sind da unten. Aber okay. Wenn man die ihm klaut, dann hat man bei San Mona alle auf feindlich. Und das möchte ich noch nicht. Das möchte ich noch nicht. Bin gut angekommen. Wir haben jemanden bemerkt. Na, ich hätte ja auch schon eine Idee, wer das sein könnte. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Ja. Grundsätzlich ist es auch ein sehr leerer Sektor. Aber jetzt habe ich kein Geld, ey. Der will doch mehr als 3000 haben, bestimmt. Ich speichere mal. Ich wollte ihn noch gar nicht bemerken. Ich heiße Namus. Ich gemacht weites Reisen. Hab ich gesehen Welt in Trag, den ich geliehen von fremdem Mann. Nix genug Geld für zu kaufen Trag. Ich gab viele Spaß, getroffen Leute. Komisch, dass ich sehen Söldnermänner hier. Ich habe viele gute Erinnerungen an sie. Ich vermisse manche von diesen Männern sehr. Ich mögen dieses Land. Erinnere mich an zu Hause. Ich müssen gehen. Okay, also er mag manche von diesen Leuten sehr, weil er selber früher mal ein Söldner war. Es lange ist er. Ich es wollen machen wieder. Wir können benutzen Trag. Dann fürs nichts mehr tun weh. Ich verlange noch nur kleine Bezahlung dafür. 250 pro Tag, ach so. Sie, okay, ich bereit bin. Tudum. Wir haben einen neuen Söldner gewonnen, nämlich Amus oder Hamus. Und Hamus, was kann denn unser Hamus? Was kann der denn? Da ist er. Er hat keine Führungsqualität, er ist nicht besonders kräftig, nicht besonders beweglich, nicht besonders geschicklich, nicht besonders gesund, nicht besonders klug, kann einigermaßen gut schießen und ein bisschen was reparieren. Ansonsten kann er schleichen. Und sein Inventar ist sehr bescheiden. Eine Jägerweste, einen Revolver und viermal Munition für den Revolver. Und seine Bezahlung ist auch recht bescheiden. Tägliche Kosten von 250. Trevor kriegt 4642. Ja. Okay. Die anderen, der kostet 200, sie 125. Die anderen sind ja jetzt quasi alle umsonst. Wenn sie einmal erworben sind. Ja, und er bringt den Truck. Der steht jetzt hier rum, der Ice Cream Truck. Da kann man jetzt auch einsteigen in das Fahrzeug, Eisverkaufswagen. Und da können 6 Leute mitfahren. Aber ich werde den Hamus... Was mache ich mit Hamus? Moment. Treffsicherheit sind ja inzwischen alle besser, außer Ira. Könnte halt Ira erstmal aus dem Team nehmen. Aber sie soll halt gleich wieder Milizen trainieren, wenn sie da ist, ne? Zusammen mit Fox. Und er hat jetzt keine Waffe.
Wurscht. Okay, also der Truck, das Problem mit dem Truck ist, der braucht halt auch Benzin. Und ich weiß gar nicht, ob der sogar alle aufnehmen kann. Kann er offenbar. Können alle mitfahren. Könnte ich jetzt schneller nach Gizena fahren. Allerdings ohne Hamus. Weil der ist noch nicht im Laster und der kann auch nicht mehr rein. Weil der jetzt voll ist. Kann immer nur ein Team rein. Aber da er noch keine Waffe hat, ist es ja vielleicht auch okay. Und ich lasse ihn erstmal hier rüber wandern nach San Mona, wo er sich ausstatten soll. Ach so, ja, man kann in den Innis vielleicht einstellen, wie viel in den Truck passen. Aber sowas will ich halt auch ungern manipulieren. Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt lauern. Moment mal, wir sind gar nicht losgefahren. Ich lade nochmal. Ich habe ja... Anscheinend da gespeichert, bevor ich losgefahren bin. Okay. Ich bin da, wo ich sein soll. Könnt ihr auch reinfahren? Könnt ihr auch. Na, dann macht mal. Der Truck braucht halt auch Benzin. Soldaten sein hier. Und... Ach, nee, das gefällt mir nicht. Jetzt ist es Nacht. Nachtkampf wollte ich eigentlich nicht machen. Oh, shit. Lass mal kurz neu laden. Ich habe versehentlich auf die Windows-Taste gedrückt. Ja, okay. Nee, dann mache ich jetzt erstmal hier ein Nachtlager. Dann mache ich erstmal hier ein kleines Nachtlager. Jetzt kannst du das hier jede Stunde einmal aktivieren mit deinen beiden Accounts. Jockel sieht es. Warum? Weil du bei Jockel einen Command gekauft hast und den nicht freigeschalten bekommen hast? Oder was ist... Worum geht's? Ja. Wenn die Gegner jetzt hier von Süden kommen, und sie kommen wahrscheinlich von Süden, weil ich bin nach Norden gefahren und sie waren nicht da. Dann stelle ich die lieber so ein bisschen mittig. Okay. Ja, oder vielleicht hier, wo sie noch Deckung haben. So, und Hamus schicke ich trotzdem Waffen holen. Und ihr macht jetzt, was macht ihr so? Keine Ahnung, ihr übt irgendwas. Ihr repariert Gegenstände. Und... übt Führungsqualität.
üben. Aber nicht Dimitri. Dimitri übt. Übt noch ein bisschen Kraft. Und Fox, okay. Grizzly übt. Technik hat er immer geübt, glaube ich. So. Hamus holt sich eine Waffe. Ja, Diamantrix. Besonders bei dir braucht man den, ja. Die werden staunen. Werden sie? Weil du jetzt so ein toller Führungsqualitätsmensch bist? So, jetzt... Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Ist auch ein Nachtkampf. Aber es sind nur 8. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Von da kommen die. War es doch nicht so ideal, mich da hinzustellen. Ich würde sagen, wir schauen mal, was passiert. Nee, machen wir nicht. Ja, wenn die von da kommen, dann lassen wir einfach die Zeit umgehen, weil dann kann ich ja hier hochgehen. Das ist okay. So, nein, nicht der Laster. Ach ja, jetzt muss ich nochmal... Training üben. Führungsqualität. Grizzly. Nee, Trevor. Reparieren. Grizzly. Technik. Und Dimitri. Kraft. Feind ausgemacht. Bereit halten. Soll nicht sein, ne? Soll nicht sein. No? Escape to escape. Press escape to escape. Kleines Buggy Game. Training üben. Führungsqualität. Trevor, reparieren der Gegenstände. So, jetzt reicht's mir. Jetzt stelle ich nicht schon wieder um. Mach einmal Stopp und speichern. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat. Aber er hat an der Stelle ein Problem. Bis gleich. So, und wieder da.
Jetzt gehe ich mal in den Sektor rein. Keine Ahnung, was ich jetzt irgendwie richtig machen kann oder richtiger. Hier schleichen noch welche. Wahrscheinlich müssen die da weg. Vielleicht dürfen sie aus irgendeinem Grund nicht neben dem Laster stehen oder irgendwas. Wer weiß. Keine Ahnung, was das soll. Ja. Ja. Okay. Da oben hat es ja funktioniert. Ja. Alright. Okay. Ist gut. Ja. Ist gut. So, ich hoffe, jetzt funktioniert's. Hier schleichen noch welche rum, komm. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich durften sie irgendwie nicht neben dem Laster stehen. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Duck dich. Duck dich doch alleine. So. Ach. Nichts zu sehen. Shift N. Shift R. Shift B. So, Chris, und du siehst den nicht? Warum siehst du den nicht? Okay. Schon besser. Da die ja so alle so dicht kommen müssen. Ah. Noch jemand ein Nachtsichtgerät? Nee, leider nicht. Schade. Sonst trifft er eigentlich immer. Yep. Ja. So. Schleichend aufteilen. Schieß einfach mal dahin. Mach mal einen Feuerstoß in die Richtung. Ja, nicht so gezielt, einfach nur. Runter mit dir. Du, passt auf.
Sei mal nicht so laut, Ira. Halt. Ira. Und bin bereit. Fox. Und runter. Eieieiei. Verliert 7 Seilspunkte. Nee, das können wir leider nicht durchgehen. Ich glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ich würde die ja gerne noch schnell nach links schicken. Moment. Ich finde mich zu dicht platziert. Zu dicht. Wie war das nochmal? Mit allen? Naja, ich kann ja Kunden die Maus benutzen. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Mann. Ja. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten. Ich habe was Verdächtiges gehört. Einer bleibt immer stehen. Warum auch immer einer immer stehen bleibt, das verstehe ich nicht. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Alter, was soll denn das? Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Da sind die Gangster. Ich sehe sie. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ist das ein Scheiß, ey? Knapp daneben. Das wird mir hier nicht passieren. Ist das ein Scheiß? Bin viel zu dicht dran. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Alter, ey. Das ist eine gefährliche Gegend. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Yep. All right. Yep. Bin bereit? Ja. Ja. So. Okay, jetzt neu gruppieren. Du gehst hier hinter den Baum. Ja. Du hinter den. Chris hinter den. Ja. Grizzly hinter den. Yep. Dreh dich um. Hä? Man kann ja nichts in seinen Rucksack packen.
kann sich nicht mehr umdrehen. Yep. Dreh dich um, leg dich hin. Bin bereit. Du ebenso. So. Rucksack ablegen geht eigentlich auch so. So, Shift N, Shift R brauche ich nicht, ist ja schon alles nachgeladen, Shift B. Das braucht auch Punkte. Deswegen hat Chris jetzt seinen Rucksack nicht abgelegt. Gut, muss ich gleich nochmal machen. Danke für die Erinnerung. Das waren sicher noch nicht alle von Date Runners Männern. Ja. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Okay. Es geht los. Okay, es geht los. So, Shift B. An der Stelle speichere ich noch einmal. Guck mal nach da. Ja. Okay. Gut. Ist ja nicht weit. Ein bisschen Munition sparen. Also, Munition sparen ist gut. Das hat die gleiche Munition. Feuerstoß. Ein Feuerstoß machen. Gezielten Feuerstoß. War aber nicht so schön, was er da geschossen hat. So, Chris. Oh, der hat aber einen Dickschädel. So, ich hoffe, er... Ja. ...nicht mehr allzu viel Ärger machen. Okay. Ich muss leider wieder ein bisschen vor, weil ich die Flanke schützen muss. Bin bereit. Und dann muss ich mit... Ihr auch noch nach oben. Yep. Ira macht Backup. Okay. Hier wird's langsam eng für mich. Yep. So, das hat er sich jetzt... Er hat nochmal ordentlich schießen können, aber er hat zum Glück niemanden getroffen. Gut. Chris, dann erledigen wir den mal. Stirbt. Und ja. Warten mal auf, was kommt. Bin bereit. Als nächstes. Yep. Yep. Okay. Erstmal Ruhe im Karton. Verflixt. Von links. Yep. Bin bereit. Der sich wieder hingelegt. Wenn das so ist. Geh lieber da in Deckung. Hinter dem Bäumchen. Ja.
kommst gucken. Ah, Chris. Gib nochmal einen Schuss ab. Soll doch ein bisschen zielen. Ach, come on. Verdammt. Ich glaube nicht, dass das der war, der gerade auf Fox geschossen hat. Verdammt. Ich glaube, der war das. Verdammt. Noch einer? Ja. Wie kommen die so schnell auf die andere Seite? Ja. Jetzt weiß ich halt gar nicht, ob einer von hier kommen wird. Ja. Wenn die auf einmal auf der anderen Seite alle sind. Wenn die ja. aber auf der Seite sind... Dann würde ich halt lieber... Versuch mal dein Glück. Wir versuchen das Glück nochmal. Du bist doch eigentlich ein guter Granatenwerfer, hm? Zumindest ein in der Dunkelheit. Bin bereit. Okay. Du triffst ihn gar nicht. Ja. Okay. Gut. Ja. Alright. Ja, Nachtkämpfe sind halt echt schwer. Huch, ich wollte noch nicht raus. Ich wollte die Runde beenden. Weil die halt so nah. Ich habe was Verdächtiges gehört. Nah kommen können ich und hoffe, dann. Meine Ohren flunken mir was vor. Können sie auf jeden Fall auch schießen. Unterbrechung für Fox nützt mir an der Stelle leider überhaupt gar nichts. Ich könnte höchstens versuchen, mit der Waffe einen Einzelschuss abzugeben, aber auch das ist zu teuer. Dann. Bin bereit. Okay, der ist wieder aufgestanden. Den kann nur sie treffen eigentlich. Deswegen nehme ich den als Ziel. Ja. Kann ich halt beide machen. Fantastisch. Oder wir erledigen das yep. direkt so. Siehst du ihn nicht? Schieß mal ins Dunkel. Ja. Schade. Yep. Ira, verbinde mal den Grizzly. Ja. Und du, Grizzly, pass da auf. Ja, er wieder mit seiner Hand. Mit seiner einhändigen. Sehr gut. Okay, wir haben noch. Zwei sind tot. Der stirbt. Also sind quasi drei tot. Der ist schwer verletzt. Ein weiterer. Nee. Zwei müsste man abziehen können. Aber es sind mehr geworden, oder? Von den verbleibenden. 5, 6, 7? Dann sind es noch 5. Da kommt schon einer von den 5. Der verpasst Chris einer. Dem geht's schon schlecht.
Yep. Trevor. Jetzt aber. Mal den wegpumpen. Ist ja so nah. Was kann das sein? Da nicht richtig gelegen, aber... Bin bereit. Hat sich trotzdem eigentlich gelohnt. Schlaf schön. Fuchs räumt einfach mal wieder alle ab. So, jetzt sieht es schon deutlich besser aus. Jetzt sind es noch 3. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Ja, können wir leider nichts mehr machen gegen den. Verflixt. Gegen den auch nicht. Bin bereit. Au. Yep. Okay. Schlecht und kritisch. Kritisch und kritisch. Yep. Versorge ja. Ihn. So. Ja. Der steht nochmal auf. Der steht nochmal auf. Es sind noch 2 Punkte. Sind es genau die? Bin bereit. Dann sind das jetzt genau die. Ach, Chris sieht den anderen auch noch. Okay. Sehr schön, Chris. Sehr schön, Chris. Operation gelungen. Patient tot. Wow! Alle Feinde tot hier. Ja. Okay. So, die sind viel schwerer als in Vanilla, finde ich. Hat er in Vanilla im Nachtkampf immer gemacht, aber in 1.13 ist komplett geswitcht. Auf Day- und Long-Range-Weapons, ja. Genau, am Tag ist es einfacher, denke ich auch. SRG, Shift und F für Aufnehmen der Waffen, der Rucksäcke. Und nicht der Waffen. Aber, hui, die haben mir Taschen fallen lassen. Die haben mir Taschen fallen lassen. Ja, ungewöhnlich. Ach, und der Laster hat ja Laderaum. Und ein Nachtsichtgerät haben sie fallen lassen. Dann hätte ich jetzt ein Nachtsichtgerät für Trevor am Start. Und noch Kevlar-Helme. Die sind zwar kaputt, macht aber nichts. Die repariere ich. Haben jetzt alle auch Kevlar-Helme. Stahlhelme. Ich glaube, es sind alle mit Taschen versorgt. Kennen wir jetzt nur die Tack nicht. Weiß gar nicht, ob Herr Moos eine Tasche hatte. Herr Moos, hast du eine Tasche? Wo ist denn Herr Moos? Der ist noch on the run. Hamus. Ach, die Jägerweste. Furchtbar. Ja, dann kriegst du bald eine bessere, würde ich sagen. Pablo hat was Gutes schon. Okay. Dann kann er die Jägerweste ja gleich da liegen lassen in Salmona,
sagt die Zeit. Gute halbe Stunde habe ich noch. Okay. Okay, okay. Ja. Karabinermagazin. Ja, sowas kann ich jetzt halt erstmal alles in den Laster packen. Das wird halt alles verkauft. Wobei dieses 30er Karabiner, das scheint irgendwas Selteneres zu sein. Da sollte ich vielleicht... Das sollte ich vielleicht erstmal aufbewahren. Und ansonsten gehe ich nochmal in den Sektor, mache Nachladen. Also Shift Reload für R. Reload und dann muss ich mal schauen. Der hat jetzt auch nicht mehr so viel. 9x19. Der Chris. Dann werde ich ihm vielleicht... davon noch was abgeben für seine Pistole. Okay, passt erstmal. Und dann schaue ich mal weiter. Der hat anscheinend gar nicht geschossen, der Trevor, oder? War nicht geschossen. Hier fehlt was. In dem Magazin. In dem Magazin fehlt ein bisschen was. So, da passt der Rest rein. Jetzt ist das wieder voll. So, sie hat halt auch noch viel geschossen. Höchstens das umkonvertieren. Es ist so ein halbvolles. Aber gut. Ach so, ich habe ja da noch mehr. Und dieser Glaser, was auch immer. So. Okay. Ich hätte mal mit der diese eine Kugel hier mal wegschießen sollen. Ich glaube, das ist tatsächlich nur eine. Ja, eine Kugel. Die muss ich mal verschießen. Aus dem Munitionsreservoir. Gut, dann ab in den Laster. Jetzt aber... wir fahren erstmal nur einen hoch und gucken mal, ob es da noch ein Häuschen gibt. Gibt es ja manchmal. Und dann, bevor die Nacht zu Ende ist, wird dann noch geheilt. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Und dann geht's nächsten Tag los. So, Amus. Amus. Du hast ja noch nicht mal... Du hast ja noch nicht mal Ausrüstung. So. Du hast ja noch nicht mehr irgendeine Ausrüstung. So. Pablo, du brauchst doch diese Waffe gar nicht. Gib die doch mal, Hamus. Sehr schön. Gut, jetzt hat er eine bessere Waffe. Mit der Munition, von der wir eh genug haben. Sehr schön. Was gibt es hier oben noch? Auch erstmal nichts.
kann sich dann der Pablo noch ein Gewehr schnappen. Könnte sich da noch eine Tasche holen. So eine Segeltuchtasche. Auch besser als nix, würde ich sagen. Oder? Nee, nicht Chris, ich will mir diese Tasche nur angucken eigentlich. Ich glaube, da passt nur eine Munitionskiste rein. Ja, wenn es so richtig viele Gegner sind, dann werde ich wahrscheinlich wirklich überrannt. Das waren jetzt, war jetzt quasi zum Glück, waren es nur 8. Und dann ging das. Aber auch das war ja schon schlimm genug. So, Hamus kommt hinterher. Sie. Der wird ein bisschen länger brauchen. Okay. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht nochmal ein Trupp dazwischen. Das wäre ungünstig. Gut. Okay, erledigt. Was jetzt? Alles repariert. Dann. Ist jetzt 22 Uhr, aber du hast leider auch kein Einkommen mehr bekommen. Ja, dann müssen wir halt mit 3058 boxen. Gucken, ob das geht. Ich weiß nicht, ob die bis 0 Uhr da sind. Es kann sein, dass ich 0 Uhr wieder dass ich um 0 Uhr wieder, ja doch, Geld kriege. Vielleicht warte ich nochmal kurz und schaue nach und speichere an der Stelle. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Warte mal. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. Schauen wir mal. Da scheint tatsächlich. Da sind Häuschen. Ja. Na dann kommt mal raus aus dem Laster. Dann watscheln wir mal dahin. Alle. Ihr seid. Ja. So, und ich gehe kurz auf Toilette. Bis gleich. So, wieder da. Wenn man weiß, wie die KI funzt, dann kann man das alles vorhersehen. Wenn dich einmal ein Gegner gesehen hat, beziehungsweise sieht, war es vor allem
Wenn die Scharfschützen haben. Okay. Verstehe ich nicht ganz den Satz. War es ja. Vor allem, wenn sie Scharfschützen haben? Also das Vorhersehen ist dann, oder ist, dann sind sie vorhersehbarer, oder was? Verdammt. Komm, das schaffst du doch. Gut. Nebelgranate, Knicklicht, okay. Ja. Alright. Trevor. Trevor. Yep. Alright. Alright. Mach mal die Türen auf. Alright, on. Nichts drin? Yeah-ho. Nichts drin? Nichts drin? Nichts drin. Nicht mal, nicht mal ein Mensch. Nichts drin? Alright. Nicht mal ein Mensch drin. Okay. Hat Trevor nicht noch einen Schlüssel? Ja, Trevor hat einen Schlüssel gefunden gehabt. In dem AK... Laden. Im Gefängnis. So, für Chris Schlüsselsammlung. Yep. Yep, okay. Jetzt nicht so den Wahnsinn gefunden, aber egal. Huch, die Glock. Wo kommt denn die her? Und ein Medipack? Und Traumaplatten? Hä? Kommen die her? Da ist ein Medipack, da ist die Glock. Da sind die Traumaplatten. Keine Ahnung. Hab ich, ist mir gar nicht aufgefallen beim Öffnen der Dinger. Der Schränke. Ja, schöne Pfingsten dir auch, Arak. Hallo. Ich mach noch eine Viertelstunde und dann werde ich zum GVG aufbrechen. In Forge of Empires. Ja. Was sind denn Traumaplatten? Keramik. Diese harten Keramikplatten können in Brust- und Rückenteile der meisten Westen eingesetzt werden. Sie nehmen den meisten Standardkalibern die Wucht des Aufpralls und bieten so zusätzlichen Schutz. Schutzklasse 4 NIJ. Naja gut, dann würde ich sagen, pappen wir die auch noch beim Chris mit dran. 75, wow. So. Können wir hier noch Medipacks auffüllen? Ja. Ja. Und dann ist es auch wieder leer. Knicklicht und Nebelgranate kommt in den Laster mit hinein. Brauchen wir jetzt nicht direkt. Die Glockenmunition entlade ich mal. Die Glock kommt in den Laster. Und dann schaue ich mal. Da müssten irgendwo noch Magazine sein, die ich auffüllen kann. Eigentlich. Eigentlich müssten da noch welche sein. Ja, nun, vielleicht nicht unbedingt. Hier ist was. Ein angefangenes Magazin.
Na, dann kommt der Rest hier mit auf den Stapel vom Chris. Gut. Man muss schauen, welche Nachteile die bringen. Bringen die Nachteile? Aha. Bei den... Hier bringen sie Nachteile. Ist das relevant? Was ist das überhaupt? Die Genauigkeit für jede Art von Feuermodus. Höchstwert der Genauigkeit. Ja, tatsächlich bringt es da schon einiges an Abzug. Das verdoppelt die ganzen Werte. Aber gut. Würde ich jetzt trotzdem machen. Weil er hat, ist ja der mit dem Scharfschützengewehr. Von daher nehme ich mal an, der hat eh schon die beste Genauigkeit. Zumindest im Moment. So. Okay. Gut. Wir setzen uns in den Wagen und fahren noch eins weiter. Hey, Kumpel. Die Ochsentour ist vorüber. Sehr schön. Die Ochsentour ist vorüber. Es ging schnell. So, dann könnt ihr noch einmal Patienten könnt ihr sein. Fox ist eure Ärztin. Es lohnt sich, aufzupassen. Sehr schön. Ira könnte mitverarzten. Dann geht's schneller. Macht schon Sinn, glaube ich. Und Dimitri ist noch übrig. Dimitri kann reparieren. Der kriegt dann von Trevor einmal den Kasten. Dimitri ist ja auch Techniker. Deg los. Ja. Ja, genau, also ist halt viel mehr als in Vanilla, ne? So, ich speichere nochmal. Ich wollte ja eigentlich nach 0 Uhr warten und gucken, ob mein Kontostand sich erhöht und ob dann in der Bahn noch was los ist. Ich mache Fortschritte. Oh ja, mein Kontostand erhöht sich, aber nicht, sondern okay. Sinkt. Erledigt. Jetzt ist wahrscheinlich eh niemand mehr in der Bar. Um 2. Man kann schon ins Minus gehen, ne? Das ist, glaube ich, okay. Hilft eigentlich nur ausprobieren. Und ja, wobei sich ja mein Kontostand erhöht, wenn ich jetzt hier kämpfe. Was? Abheben. Warum geht das nicht? Zu wenig Geld, um was abzuheben? Gibt es einen Mindestgeldwert, wo ich nichts mehr abheben darf? Auch das noch. Geht doch.
So. Dann eben nur 3050 verdoppeln. Sofern das geht. Also sind Sie hier um Ihre... Ja. Sobald Sie mir... Ja, habe ich doch schon. Sehr gut. Ich schnapp ihn mir. Nee, das GVK streame ich nicht. Ich werde auch nicht mehr, also ich, nach dem Stream will ich laufen gehen. Dann hat sich es hoffentlich ein bisschen abgekühlt. Ich brauche auch keine großen Probleme, am Abend laufen zu gehen, auch wenn es noch heiß ist. Peter Klaus, einige meiner engeren und Freunde. Sind die Kämpfe bereit? Und dann werde ich mein letztes HelloFresh-Gericht kochen. Der telefoniert erstmal. Mama, ich habe Angst. Ja. Ich habe jetzt hier einen großen Kampf vor mir. Ja. Sehr schön, ja. Pablo. Super. Ja. Aha, wir haben unseren Gewinner. Eine beachtliche Leistung. Hier ist Ihr Gewinn. So, jetzt 6.100. Okay. Naja, besser als nix, würde ich sagen. Hat sich doch gelohnt, den Kampf dann einfach mit 3.050 zu machen, statt mit 5.000. Nicht ganz so doll gelohnt, aber willst du machen? Gut. Gut, so. Ab geht's zu Toni. Moment mal. Haben wir hier noch Gegenstände zu liegen? Ja, nee. Ja, schon, aber nichts, an das wir nicht, an das okay, wir drankommen. Okay, Reise beendet. Ich warte. Yes, okay. Ab zu Toni. Schauen wir nochmal bei Toni rein, ob er noch wach ist. Du bist ja hier noch zum Stammkunden. Ich wette, du bist hier. Sehr gut. Gut. Huch. Geht ihr da hin? Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. Schon mal nicht an diesen Waffen. Aber... vielleicht an... In dieser Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Gewisser Munition. Da müssen wir mal gucken. Ne. Sieht nicht danach aus, als hätte er irgendwas Interessantes. Gut, dann nicht... Und ich habe auch nichts zum Verkaufen. Vielleicht nächstes Mal. Mhm. Sehr gerne nächstes Mal. Ich lasse ihn mal wieder raus. Jetzt ist er in der Tür eingesperrt. Was liegt denn jetzt hier rum? Jägerweste. Stahlhelm und eine Nebelgranate. Bring ich mal darüber. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Shift M. Zack, alles hier.
Und ich gehe zurück. Und dann bleibe ich erstmal, ich glaube um, bin mir nicht sicher, um 10, glaube ich, wechselt das Angebot von Toni. Hier gibt es doch bestimmt noch was zu reparieren. Ja, sieht alles heil aus. Die Batterien, kann man die reparieren? Nein, die sind halt etwas leer. Und diese anderen Gegenstände? Kleber, Draht. Kann man das reparieren? Nein. Draht vielleicht? Ach, den Stahlhelm könnte man noch reparieren. Dann leg mal los. Okay, erledigt. Was jetzt? Ich mache Fortschritte. Einmal Stopp. Die können da alle mal eine Runde schlafen. Der Laster auch. Gucken, geht nicht. Geht nicht. So, er hat jetzt repariert alles. Dann. Das wollte ich nicht. Dann legen wir es wieder ab. Helm. Runter damit. 100%. Der Draht wird nicht heiler. Okay. Ja, das kann ich auch hier liegen lassen und das auch. Und die Murmeln. Ja, die lasse ich ihm, falls er mal Murmeln spielen will. Den Energiebooster kann auch liegen bleiben. Gut. Und das hier ist nur für Munitionskisten, richtig. Damit könnte ich Munitionskisten transportieren. Toll. Gut, dass ich diese Tasche gekauft habe. Okay. Dann darfst du was Schönes üben. War das hier nicht Kraft unten? Stimmt, der könnte da wieder runtergehen und Kraft üben. Aber andererseits ist jetzt hier in ein paar Stunden auch... Ne, ich bleib mal hier. Üben. Üben der Technik. So. Okay, weiter geht's. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Jetzt nochmal schlafen. Die auch. Okay. Fix und fertig. Okay. Die sind geheilt. Sehr gut. Nur Trevor noch nicht. Grizzly Training üben.
STEM Technik und Chris Training üben Führungsqualität. Drück nochmal auf Schlafen, wenn es geht. Und um 7 geht's los. Stopp. Ich bin soweit. Bin fertig. Brauche was zu tun. Jetzt sind sie auch tatsächlich alle fertig. Jetzt lasse ich den Transporter da stehen, wo er ist. Wobei, das bringt mir halt was, wenn ich dann oben bin und das einladen kann, was da an Dingen abfällt, die ich mitnehmen möchte. Sollte ich ihn schon mit in die Stadt nehmen, denke ich. Wenn ich die jetzt nämlich hier alle in den Laster setze, dann ist der natürlich viel schneller, der Laster, als toll. Hamus. Aber er fragt mich dann halt, ob er die Ankunft koordinieren soll. Und das würde ich halt machen wollen, damit Hamus halt mitmachen kann oder mithelfen kann. Im Kampf. Ach so, und die 3 hier, um 10 kommt, glaube ich, die Ware. So, Feinde wurden entdeckt im Sektor B2. Ja, ist klar. Ja, genau. Ankunft koordinieren. Das ist halt das, was ich meine. Da braucht eigentlich nur eine halbe Stunde mit dem Laster. Rotten Man hier. Rotten Man. Okay, da gehe ich immer hier rechts am Wald in den Sektor rein. So. Es ist Feind. Wir angreifen müssen. Das ging schnell. Shift N, Shift R, Shift B. Okay. Dimitri sieht schon einen Feind. Ich hoffe, der sieht uns noch nicht. Gib Wasser. Schauen wir mal. Ja. Das Risiko würde ich jetzt mal eingehen. Ja. Bin bereit. Wovon hat sie denn? Ach so, ja. Erb. Okay, speichern und gib Wasser. Jetzt kommt er in Reichweite und alle können auf ihn schießen. So. Sein Gewehr hat nur eine Reichweite von 16 und deswegen ist er jetzt nicht der Idealste, um auf ihn zu schießen, aber was soll's. Suchen wir's mal. Oh, da ist noch einer. Yep. So, Trevor und Grizzly sind auch noch dran. Das blinkt aber auch. Ja. Okay.
Okay. Bin bereit. Kommt auch noch näher ran. Der verrückte Typ. Ach so, hier, dadurch, dass er näher rangekommen ist, kann jetzt auch noch Fox schießen. Fox trifft ja immer. Quasi. Bin bereit. Naja, ist doch ganz schön. Dann sind wir hier jetzt auf jeden Fall schon mal an einer Stelle, wo es sich jetzt auf jeden Fall lohnt, weiter zu streamen. Und man steigt direkt so in den interessanten Teil ein. Oder in einen interessanten Teil, wo es am Ende halt wieder Loot gibt. Und ja, dann werde ich sehr wahrscheinlich morgen nochmal Jagged Alliance 2 weiter streamen. Und hier an der Stelle weitermachen. Und aber für heute den Stream beenden. Genau, denn ich habe ja noch ein bisschen was vor. Ja, wer weiß. Also, wenn, vielleicht spiele ich heute Abend nochmal mit den anderen zusammen was. Wenn die keine Zeit haben, könnte ich auch noch mal Jagged Alliance 2 weiterspielen, aber mal schauen. Aber ich glaube, wahrscheinlich haben die Zeit. Gut, okay. Oder ein Kumpel schreibt mir noch, der hatte eigentlich heute was vor. Schauen. Okay. Ja, dann sage ich jetzt tschüss und vielen Dank nochmal für dein Abo, Marco. Und dann sage ich euch danke und bis zum nächsten Mal gerne. Ich habe auf jeden Fall Lust, Jagged Alliance 2 weiterzuspielen, aber die Zeit ist halt ein bisschen schwierig immer. Ist Freakman gerade online? Zeit ist immer ein bisschen schwierig. Und der wird sich dann aber ärgern, dass ich zu ihm rede, weil er hat schon wieder geschrieben, dass es nur ein Teststream ist. Aber mache ich trotzdem. genau, Zeit ist schwierig. Aber morgen hätte ich nochmal Zeit. Genau, gespeichert habe ich schon. Und dann danke fürs Zuschauen und stell schon mal auf den Danke-Screen und stell aus oder geh raus aus dem Spiel und schau mal, ob André wirklich noch live ist. Ja, schön, dass du da warst, auch Ungezogene, und wieder viele, viele interessante Infos dazu beigetragen hast, so als erfahrener oder erfahren, ne? Ich weiß ja nicht. Jagged Alliance Person. Und dann nochmal danke und tschüss und gerne bis demnächst. Und ich rede zum Freakman. Ist ein Kumpel, mit dem ich oft zusammenspiele. Ich sag jetzt mal Kumpel. Und der macht gerade nochmal einen Rocket League Test Stream. Und vielleicht könnt ihr ihm ja mal rückmelden, ob das gut klappt mit dem Stream. Und vielleicht streamen wir dann heute Abend nochmal Rocket League zusammen, falls er Zeit hat. Okay. Dann soll es das jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich komme immer so schlecht zum Ende. Und ich muss eh jetzt gleich zum GVG. Und von daher tschüss und schönen Dank. Ciao.